So, da sind wir wieder zurück im Krankenhaus. Und wie vermutet, gibt es hier Terminatoren. Aber das Gesicht kommt mir auch bekannt vor aus einem Terminator-Film. Und das ist bloß Zufall. He's from the Resistance. The others have to be here too. Der sieht doch echt so aus, oder? Wie der eine aus Teil 2, kann das sein? Der dann auch zum Terminator wird? Oder so aussieht wie einer? Also aussieht wie ein Mensch, so rum. Oh Mann. Ich hätte lieber wieder diese draußen Zone anstatt. Ach, guck mal an. Der hört uns also doch. Die Frage ist, wie wird der Laufweg sein? Oder bleibt der jetzt da stehen? Nee, er kommt wieder. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der hier hinkommt. Shit, ich hätte mich jetzt endlich gerne mal in den Raum da hinten verkochen, wo er steht. Hätte geballert auf ihn, mich in den Lüftungsschacht verkrümelt und hätte mal gucken können, wie viel wir tatsächlich abziehen bei ihm mit so einer normalen Knarre. Okay, er scheint bloß hier zwischen zu patrouillieren. Er steht, oder wird? Ich hätte jetzt mich auch noch fast erwartet, dass der Typ, wenn wir hier um die Ecke gehen, plötzlich doch hinterherkommt. Aber nein.
Also vermute ich mal ganz stark, dass wir in diesem Level auch noch eine Plasma-Knarre kriegen. Dass wir erst die umgehen irgendwie und vielleicht bei der Flucht oder so gegen die kämpfen müssen. Und wie kriegen wir den? Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hasse sowas, ey. Und welcher ist jetzt der, der hier war? Der hier? Hier kommt doch 100 pro auch welche. Da kommt er wieder. Ist hier irgendwas zum Looten?
erstmal zu damit. Huiuiuiui. Okay, er kommt jetzt wieder und danach, wenn er davon latscht, hier ist erstmal nichts zu sehen, aber der war auch erstmal nichts zu sehen von weitem. Wahrscheinlich erst mal, wenn wir weit genug im Raum sind oder so, dann spawnen die plötzlich, sag ich mal. Einfach so ein Behälter. Do you hear that? So someone's coming. He's one of us. Private Jacob Rivers, Pacific Division. Pacific? What the hell happened up there? The whole division went silent. It was wiped out. I'm the only one who survived, and I need to meet with Commander Baron. All right, I'll make sure you get to do that. But first, get us out of here. Follow that staircase. It'll lead you to the main generator. Overload it and turn off the laser grid. Understood. And Rivers, destroying that generator will make a lot of noise. So in case we get separated, where are you stationed? Just south from here. Okay, we'll find you. Baron will want to meet you. Now go and watch out for those metals. Kontakt. Ich frage mich ja gerade. Gut, ist ein Laserzone, aber die haben Toiletten, die sie wahrscheinlich auch hier hinschieben könnten. Erstmal müsste so eine Toilette ja auch, wenn sie die dazwischen stellen, müsste die ja den Laserstrahl deaktivieren oder unterbrechen. Da könnten sie ja dann durch. Oder halt hier dann rüber, über diese Ständer. So, Widerstandssoldat. Drei Stück. Da sitzt da auch noch vier. Fragst du dich auch, warum ist dieser Raum jetzt so getrennt mit Laserstrahlen? Und warum gibt es hier Medikits? Würde mich nicht wundern, wenn neben dem Generator, den wir platt machen. Auch ein Lasergewehr steht. Das sieht doch aus wie so ein Labyrinth. Vor allen Dingen sagen die schon, sollten wir getrennt werden. Also werde ich mit denen auf jeden Fall auch nicht den Bereich verlassen. Also wir könnten hier runter, müssen wahrscheinlich irgendwie uns hier tarnen. Dann hierin, dann darin, darin. Oder das passiert erst bei der Flucht. Wahrscheinlich erst bei der Flucht, wa? Aber hier käme ich doch... Obwohl, die Laserzöne sind ja dann weg. Da könnte ich da durch. Und wäre... Ah, dann kommen wir... wieder zum... Parkplatz. Parkplatz sei schon, zur Tiefgarage. Geschütz haben wir auch noch. Na gut, ich würde sagen... Hier geht's dann in der nächsten Session wieder weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.